Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Schlüssel-Challenge Part Nummer, ich hau nach, 27. Bevor der Part losgeht, oder ich fang's einfach mal gleich an zu sprechen, wir schauen uns erstmal mein Team an. Wir spielen heute Oyu gegen Luna. Wir haben dabei Schwalbos, wollte ich schon sagen, Staraptor, Magnezone, Meditalis, Latias, Tentantel und Tentoxa. Wir gehen wieder zurück und klicken auf Kampf beginnen. Und zwar, Leute, ich finde einfach keine Schlüssel-Challenge-Kämpfe. Ich habe über 200 Teilnehmer und bevor ich diesen Kampf hier gefunden habe, habe ich 20 Teilnehmer angefragt, die alle mir entweder nicht geantwortet haben oder geschrieben haben, dass sie gerade nicht können. Und es ist echt schwierig für mich, da ich mittlerweile ja schon also dadurch, dass ich schon gegen ein paar Teilnehmer gewonnen habe, ich würde sagen, wir leaden einfach mal mit, also er leadet wahrscheinlich mit Lando T und darum leaden wir mit, was ist denn gut gegen Lando T? Tentantel, nicht unbedingt, ich leade einfach mal mit Meditalis. Und auf jeden Fall, ich habe ja jetzt schon gegen fast 30 Teilnehmer gespielt. Sprich, jetzt haben wir noch, sagen wir mal, 180 Teilnehmer. Und dann antworten mir am Tag 50 Teilnehmer nicht. Ich habe gerade eine Stunde wieder gebraucht, um einen Teilnehmer zu finden. Und es kotzt mich ein bisschen an, dass so viele Leute nicht kennen. Ich weiß, ihr habt Privatleben und so weiter. Aber es ist wirklich, es nimmt so viel Zeit von meinem Tag weg, einfach eine Stunde lang nur um einen einzigen Teilnehmer zu finden, und deswegen kommen momentan auch nicht regelmäßig Schlüssel-Challenge-Kämpfe. Er fängt natürlich mit Lando hier an, weil, ja, wisst ihr Bescheid, es geht halt einfach nicht. Ah, stimmt ja, Lando hat ja Bedroher. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt auch direkt aus, und zwar in Staraptor. Ich rechne mit einem Erdbeben oder einer Kehrtwende und das kann ich am besten mit Staraptor abfangen. Wir gehen raus auf Staraptor und er geht für ein Erdbeben, jawohl. Er ist höchstwahrscheinlich gescarft, sprich er muss jetzt rauswechseln. Worauf könnte er wechseln? Ich nehme mit einem Sturzflug oder einem Risikotackle. Theoretisch gesehen könnten wir am allerbesten auf den Nahkampf gehen. Wir gehen auf den Nahkampf. Und auf jeden Fall, es ist schwierig für mich momentan jemanden zu finden und deswegen bitte ich euch, wenn ihr da seid, stellt euch am besten auf online, weil ich bin echt kurz davor zu sagen, Leute, ich schreibe nur noch irgendwen an, der gerade auch online ist. Weil wie gesagt, ich bin, wieso geht der auf Glurak? Oh Mann, das ist nicht gut für uns, aber wieso geht der auf Glurak? Wenn wir für einen Sturzflug gegangen wären, bei Glurak geht's down. Das macht trotzdem guten Damage. Deswegen bitte ich euch einfach ganz einfach drum, wenn ihr online seid, dann stellt euch auch auf online, weil dann habe ich einen einfacheren Überblick. Jetzt die Frage, ist er ein spezielles oder ein, also ein Xer oder ein Y-Glurak? Ich wechsle einfach mal auf Tentoxa. Wenn es ein physisches ist und er geht für einen D-Dance, habe ich ein Problem. Wenn er ein spezielles ist, habe ich nicht so ein großes Problem. Ich sehe gerade, er hat gar keinen Spinner dabei. Sprich, ich könnte meine Giftspitzen rauslegen. Er hat keine Adrenalin. Er ist ein Y-Glurak, okay, schön. Er hat kein Adrenalin-Pokémon und er hat keinen Spinner mit. Das heißt, wir müssen auch versuchen, mit unserem Tentantel schnell die Hazards rauszuholen. Dürre aktiviert sich. Und er geht für einen Luftschnitt. Das dürfen wir eigentlich recht gut tanken. Ja, das tanken wir recht gut. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal die erste Ladung Giftspitzen raus. Und ja. Es ist wie gesagt einfach momentan schwierig für mich, ein Schlüssel-Challenge-Match zu finden. Und ich habe auch schon überlegt, einen Schlüssel-Challenge-Livestream zu machen, wo ich dann einfach Leute aus dem Livestream nehme und mit denen dann, also gegen diese Personen dann kämpfe. Okay, geht auf Kyurem. Kyurem ist so ein Pokémon, das kann ich überhaupt gar nicht einschätzen. Das kann Kreuzdonner, ne? Kreuzdonner ist nicht so cool gegen Tentoxa. Das ist ein physisch-defensives Tentoxa. Aber ich glaube, Kreuzdonner können wir trotzdem nicht tanken.
Da würde ich sagen, wechseln wir jetzt auf den Tantel und hoffen, dass es mal nicht dumm ist. Oder so. Er geht für ein Delegator. Okay. Okay. Das ist doof. Das ist ziemlich doof. Ich weiß aber nicht, was er gegen uns machen kann. Ich kann aber nichts mit Tentantel gegen ihn machen. Ich will jetzt erstmal die Tarnstellen rauslegen. Es ist ein spezielles und der kann Erdkräfte. Bitte lass uns eine... Okay, die tanken wir sogar ziemlich gut. Okay, damit können wir die Tarnsteine schon mal rauslegen. Wie gesagt, ich kann Kyurem Black überhaupt nicht einschätzen. Es hat auf jeden Fall Legator und Erdkräfte. Das wissen wir jetzt schon mal. Ich lege auch noch die Stachler raus. Ey, wieder für Erdkräfte. Meinetwegen, solange er keinen Crit bekommt. Er bekommt keinen Crit. Wir können da auch Stachler rauslegen. Bringen zwar gegen seine Pokémon jetzt nicht so viel, obwohl für Tita und Dings und Keldeos ist eigentlich schon ganz okay. Und für Cesurio und Kyurem Black, falls er irgendwie rauswechseln muss. Ich bin dazu geneigt, auf Latias zu wechseln. Aber er kann eine Drachenattacke und kann uns dann direkt killen. Ich gehe jetzt mal auf Staraptor. Also er geht für Erdkräfte höchstwahrscheinlich wieder. Und dann gehe ich direkt... Jetzt ist die Frage, für was gehe ich? Wenn ich für den Nahkampf gehe, J-Speedin höchstwahrscheinlich, dann bin ich nach meiner Attacke tot. Wenn ich für einen Sturzflug gehe, bin ich durch den Recall-Damage auch tot. Sprich, wir gehen für den Nahkampf. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Spontan. War das dumm? Ich weiß nicht mal, ob wir ihn wirklich outspeeden. Wir sind gebandet. Er trägt auf jeden Fall die Überreste und hat einen Sub draußen. Wir outspeeden ihn. Es ist auf jeden Fall schon mal viel wert, wenn wir diesen Sub kaputt bekommen. Und ist sehr effektiv. Delegator lässt nach. Wir kriegen den Verteidigungs- und den Spezialverteidigungsdrop. Und er geht für einen Kreuzdonner. Und das wird uns killen. Wie ist das ja auf Tentoxan nicht finden? Ich meine, wir sind eigentlich theoretisch eine spezielle Wall. Aber so schlimm ist es nicht, dass wir Staraptor verloren haben. Denn jetzt können wir Meditalis rausholen und mit Meditalis können wir einiges anstellen. Einiges viel anstellen, wenn ich mir sein Team anschaue. Einiges sehr viel anstellen. Wir haben Meditalis raus. Gehen die Megaentwicklung und gehen für einen Steigerungshieb. Gut. Deswegen ist es auch momentan, mein letztes Video kam vor 2 Tagen. Wi-Fi-Battle. Ich möchte halt, bevor ich ein Wi-Fi-Battle aufnehme, möchte ich halt erstmal Schlüssel-Challenge-Matches haben, weil Schlüssel-Challenge ist momentan das, was für mich im Fall, also vor Wi-Fi-Battle steht, dass ich da pünktlich Parts raushaue, aber momentan funktioniert es halt einfach nicht. Okay, und Glurak raus, das stirbt jetzt. Und dann haben wir schon mal einen Steigerungshieb draußen. Das ist ziemlich gut für uns. Und die Frage ist, was wir denn dann reinholen. Höchstwahrscheinlich Demeteros die. Aber auch da können wir dann auf Latias wechseln. Und was ist die Frage, geht er dann für ein Erdbeben? Oder predicted er den Switch? Wen für ein Steigerungshieb? Glurak geht down. Damit haben wir schon mal einen starken Threat weg. Also Meditalis sollten wir uns auf jeden Fall aufheben. Wenn Keldeo und Landorus noch weg sind, können wir mit Meditalis eigentlich so gut wie alles besiegen. Ja, wobei Kyurem schon. Dann kommt ein Sucker Punch und der Sucker Punch von Cesurio ist halt noch ein bisschen nervig. Müssen wir schauen. Weil wenn wir für einen Patronenhieb gehen, Tiefschlag hat plus 2 Prio. Stimmt. Ja, er holt Landorus rein. Jetzt ist die Frage, predicted er den Switch oder nicht? Oder überleben wir überhaupt ein Erdbeben? Ich glaube nicht. Ich wechsle jetzt mal raus auf Latias. Er überlegt auf jeden Fall. Wenn es predicted dann und für einen U-Turn geht zum Beispiel, dann ist es ziemlich gut. U-Turn wäre jetzt für Latias richtig schlimm. Er predicted es okay.
Auf jeden Fall schön gemacht. Das zeigt mir schon mal, dass wir einen starken Gegner vor uns haben, der auf jeden Fall verdient ins Turnier reinkommt. Gerade solche kleinen Predicts machen wirklich einen guten Spieler aus. Wobei, er war noch nicht mal so ein, das war noch nicht mal so ein kleiner Predict. Wäre ich jetzt halt drin geblieben, hätte er ein Problem. Er haut Sisurio raus, wegen dem Sucker Punch oder für Knock-Off. Deswegen holen wir Tentantel rein. Er kann halt auch nicht so viel hin und her switchen, das ist jetzt sein Problem. Wir holen Tentantel rein. Da bekommt er notfalls Beulenhelm Damage. Und wenn er jetzt Double switcht, dann ist es echt gut. Wenn er jetzt Double switcht auf Keldeo, dann GG. Er geht für den Schwertanz, okay. Das ist aber gar nicht so schlimm. Oder hat er Durchbruch? Er hat wahrscheinlich Durchbruch. Das ist, glaube ich, doch schlimm. Wir gehen erstmal für eine Donnerwelle. Um ein wenig zu hexen. Okay, jetzt wird er greedy. Jetzt wird er greedy. Wenn wir ihn jetzt paaren, können wir ihn erstmal die Leech Seeds rausholen. Und er will jetzt halt alles mit Sucker Punch killen. Aber wenn wir die Leech Seeds draußen haben, müssen wir ihn halt auch nicht angreifen. Jetzt die Frage, gehen Egelsamen daneben? Oder treffen wir mit Egelsamen? Wir treffen mit Egelsamen. Okay, das ist gut. Dann kommt es halt auf die Mindgames wahrscheinlich an. Er geht für den Abschlag. Killt es uns? Das killt uns, ja. Aber er bekommt nochmal recht gut Recall. Recall Damage und worauf könnten wir jetzt am besten wechseln? Worauf könnten wir jetzt am besten wechseln? Wir können Tentoxa rausholen. Und können auch eine Lade Giftspitzen rauslegen. Ist es klug? Greift er uns mit Tiefschlag an? Ich gehe jetzt mal für die Giftspitzen. Er geht nicht für Tiefschlag, okay. Okay. Aber er kriegt die Full Para. Okay. Okay, okay, okay. Wir kriegen ein bisschen Giftschein Recover. Jetzt ein bisschen Egelsamen. Recover. Und jetzt gehe ich für ein Siedewasser. Weil ich glaube, er wird wieder denken, dass ich es rausprovozieren will. Er wollte für einen Sucker Punch gehen. Er wollte für einen Sucker Punch gehen. Hier kommt jetzt das Siedewasser. Und mit den Leech Seeds zusammen können wir auch Sisurio besiegen. Es tut mir ein bisschen leid. Aber ich soll mich ja nicht mehr für Hex entschuldigen, habt ihr gesagt. Von daher tut es mir nicht leid. Doch, es tut mir schon leid. Okay, ich denke mal, er holt Lando T raus. Wenn er jetzt Lando T reinholt, bleibe ich aber drin und gehe für einen Scald. Denn ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nee, ich kann keine EQ überleben, glaube ich nicht. Er holt Godzilla raus. Ah, okay, er holt sein Dings raus. Kommt jetzt erstmal. Ist erstmal schwer vergiftet, bekommt Tarnschein-Damage und Stachler-Damage. Und jetzt können wir für ein Scald gehen. Aber ein Scald wird er auf jeden Fall im Sandsturm tanken. Geht trotzdem für ein Siedewasser. Ich denke mal, geht für ein EQ, kann das sein? Oder für ein D-Dance? Er geht für einen Knirscher. Wie gesagt, ich bin physisch defensiv. Das ist das Gute an diesem Tentoxer. Das heißt, so viel wird es gar nicht machen. Wir gehen für ein Siedewasser und... Ah, so viel macht es auch nicht. Und er trägt auch noch die Leftovers. Nein, er trägt... Okay. Okay, not bad, not bad. Ist aber kein Problem. Wir haben noch Meditales. Und jetzt war auch... Nee, er hat noch ziemlich viel gegen Meditales. Ich gehe nochmal für ein Siedewasser. Vor allem, ich finde es krass, dass er uns outspeedet. Er hat wahrscheinlich Innate Investment. Das reicht dann auch gegen Tentoxa. Ist auf jeden Fall ein ziemlich spannender Kampf. Finde ich auf jeden Fall. Und ja, er kann Meditales eigentlich nicht outspeeden. Glaube ich nicht. Darum gehen wir für einen Steigerungshieb. Ist unmöglich, da müsst ihr zwei Items tragen. Deswegen gehen wir für einen Steigerungshieb und wenn er jetzt gleich Landlust hier reinholt, bleiben wir drin und gehen nochmal für einen Steigerungshieb. Ich bin mir nicht sicher, ob er für einen EQ oder für einen U-Turn geht. Wie gesagt, Mindgames machen es aus. Damit können wir auf jeden Fall sein Despotar killen. Bekommen jetzt leider ein bisschen Sandsturm-Damage, was ziemlich schade ist.
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich muss halt eigentlich Landorus Tide besiegen. Irgendwie safe besiegen. Ja, ich bleib drin. Ich muss drin bleiben. Ich muss drin bleiben. Und gehe für einen Eishieb. Oder Steigerungshieb. Ich gehe für einen Steigerungshieb. Weil wenn er für die U-Turn geht. Geht für die Steinkante. Oh nein, wäre ich doch bloß für den Eishieb gegangen. Verdammt. Shit. Das ist noch viel zu wenig. Aber er ist ja sowieso getrappt. Von daher ist es doch gar nicht so schlimm. Weil jetzt können wir nämlich für den Eishieb gehen. Dann muss ich Landorus hier eigentlich aufheben. Jetzt ist die Frage. Er wechselt raus, klar. Und ich bin jetzt für den Eishieb gegangen, wow. Und er wechselt dann noch auf Keldeo. Das Pokémon, das ich jetzt gerade am wenigsten von den anderen sehen wollte. Shit. Cheat. Eishieb macht, ja, recht guten Schaden, aber leider viel zu wenig. Jetzt bekommt er noch Toxin Damage. Speed Mean, wir hat Speed Mean nicht, oder? Ich gehe nochmal für einen Steigerungshieb. Ich gehe nochmal für einen Steigerungshieb. Shit. Alter, richtig krasser Kampf auf jeden Fall. Ein Stream wird es heute auch noch geben. Beziehungsweise zwei Streams. Ein Pokémon-Stream und ein LOL-Stream. Damit alle etwas davon haben. Okay, wir hat Speedy nicht, aber er hat, glaube ich, mit einem Switch gerechnet. Kann das? Nee, er hat die HP-Flug, stimmt. HP-Flug spielt man auf Keldeo. Stimmt. Okay, jetzt die Frage. Ich will was versuchen. Ich hole mein Magnezone rein und gehe für den Delegator. Choice Scarf dürfte eigentlich nicht sein, weil dann würde er... Oder er ist Choice Bandit mit Landorus Tide, das kann natürlich auch sein. Das wäre dann natürlich super für uns. Ist er vielleicht... Oh shit, ist es das, was ich denke? Ist er Choice Scarf auf Keldeo und Choice Bandit auf Landorus Tide? Kann das sein? Ich glaube schon, oder? Oder er spielt Double Choice Scarf, aber das wäre ja gegen die Item Claws. Wir gehen hinter den Sub. Und jetzt stehen wir hier ganz gut da. Ja, aber selbst wenn, wir können... Nee, das dürfen wir eigentlich nicht schaffen, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade sowas vor Augen, aber... Nee, das ist eigentlich unmöglich. Und obwohl... Also es ist noch nichts entschieden, sagen wir mal so. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall für die Lichtkanone. Hey, natürlich für die Erdkräfte, klar. Klar geht er für die Erdkräfte. Sehr effektiv. Delegator lässt nach. Wir gehen für die Lichtkanone. Die müsste eigentlich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich reichen. Damit können wir auch Kyurem besiegen. Was holt er jetzt rein? Holt er Keldeo rein oder holt er Landorus rein? Und wenn er Landorus reinholt, geht er dann für die Q? Oder geht er nicht für die Q? Die Mindgames, Leute, die Mindgames. Der eine Predict auf Latias mit dem U-Turn war halt echt wichtig. Und wenn ich für einen Eishieb gegangen wäre gegen Landorus Tide, als er für die Steinkante gegangen wäre, das wäre so gut gewesen. Dann hätten wir das Match jetzt wahrscheinlich sicher in der Tasche. Hat er schon irgendwas geschrieben? Nee, hat er nicht. Hätten wir das so extrem in der Tasche. Und jetzt sieht es halt einfach so extrem spannend aus. Er überlegt selber, was soll er machen. Wie weit soll er predicten? Wie weit muss ich predicten? Um hier noch zu gewinnen. Er holt Keldeo rein, okay. Die Sache ist die, kann ich einen Hit von Keldeo überleben? Ich will gerade mal ganz kurz verschauen. Okay. Latias ist zu angeschlagen. Ich gehe hinter einen... Soll ich hinter einen Delegator gehen? Ich glaube, es ist zu riskant, oder? Wenn ich jetzt hinter einen Delegator gehe und... Aber er stirbt auch nicht durchs Gift-Damage. Er geht auf jeden Fall für
ein Mystoschwert, das ist klar. Wenn ich jetzt auf Latias gehe, bin gelifehoppt auf Latias, okay. Ja, ich gehe für einen Donnerblitz. Geht für ein Mystoschwert. Das reicht aus, klar. Ja, nee, ich denke, er hat gewonnen. Er überlebt sogar. Aber er ist ja gechoiced. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle. Wie viel zieht er uns mit Mystoschwert? Ich gehe jetzt für einen Ruheort. Ach, wir outspeeden ihn sogar. Er ist Choice Bags? Kann das? Kann sein, dass der Choice... Er ist höchstwahrscheinlich Choice Bags. Wie viel zieht uns jetzt Mystoschwert? Gar nicht so viel. Wie viel hat... Ah, Yuton hat eben mehr gezogen, glaube ich. Also, er ist Choice Bags auf Keldeo und Choice Garft auf Landorus T. Besiegt er uns jetzt mit einer U-Turn? Ich glaube schon. Müsste eigentlich doch. Bedroher, klar. Ja, er hat uns eben viel mehr gezogen. Wir gehen für einen Draco Meteor. Er hat noch Abschlag drauf, okay. Okay, das ist ein GG, ein verdienter Turnierteilnehmer. Damit haben wir nun endlich auch unseren 8. Turnierteilnehmer. Damit haben wir jetzt die Hälfte voll. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.